Das ist ja mal ein Geburtstag. Katharina Kasper hat Geburtstag. Und was für einen. 200 Jahre wird sie alt. Katharina Kasper ist ja die Heilige aus dem Bistum Limburg, die Heilige vom Westerwald, die Heilige von Dernbach. Dernbach liegt im Westerwald und dort ist Katharina Kasper geboren, vor 200 Jahren. Und was ist in der Zeit alles passiert? Katharina Kasper hat ziemlich viel Gutes getan. Die Menschen mochten Katharina Kasper. Dann hat Katharina Kasper ein Haus gebaut. Dort haben andere Frauen gewohnt, die genauso dachten wie Katharina, die genauso leben wollten wie Katharina. Und diese Idee ist geblieben. Über viele Jahre hinweg, bis heute, gibt es dort in Dernbach das Haus, das mittlerweile größer geworden ist. Und in dem Haus leben viele Schwestern und die leben so wie Katharina. Sie beten zu Gott, sie denken an andere Menschen, sie helfen. Eine tolle Idee, ein toller Ort, eine tolle Frau, Katharina Kasper. Ich habe einiges über Katharina Kasper gelesen und ich merke, bis heute fasziniert mich diese Frau. Ich glaube, ich habe sie sogar richtig lieb gewonnen. Dazu habe ich ein Lied gemacht. Wir haben es im Referat Seelsorge für Menschen mit Behinderungen eingesungen. Das heißt, Katharina, ich liebe dich. Und weil die Idee von Katharina Kasper in viele Länder gegangen ist, die nicht alle Deutsch sprechen, gibt es das gerade auch nochmal auf Englisch. Katharina, I love you. Das Lied ist auf einer CD, das heißt Lebenslieder. Und so kann Katharina an ihrem Geburtstag uns sogar etwas fürs Leben schenken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Ihr Jochen Straub. Katharina, ich lieb dich. Katharina, du liebst doch mich. Jeder weiß es, Gott ist immer da, ehrt alle Menschen fern und nah. Katharina, ich lieb dich. Katharina, du liebst doch mich. Jeder weiß es, Gott ist immer da, er liebt alle Menschen fern und nah. We bring the people.